Marie-Pfanne. Hoi zusammen, heute machen wir zusammen eine Marie-Pfanne. Das ist eine kleine Eigenkreation, ganz einfach und fein, bodenständig. Die Eigenkreation wird mir an einer Followerin, ich glaube, sie weiss, wer es ist. Lieben Dank. Für das nehme ich 80 Gramm rohe Hörnli und tue sie nach Packungsangabe kochen. Dann brauchen wir 100 Gramm Kalbsbrät oder Fleischkäsebrät, etwa 80 Gramm viertelfetten Räskäse, da habe ich von der Swiss Cheese Factory, dementsprechend auch gerade 30 Gramm Butter, die ich auch von dort habe, Käsereibutter, etwas Wunderbares, 2 Eier, ein bisschen Salz und Pfeffer. Und fast vergessen zu sagen, noch ein kleines Sprutzöl, dass der Butter nicht verbrennt. Dann nehmen wir das Öl und den Butter in einer Brotpfanne erhitzen. Dann geben wir das Kalbsbrät rein. Wir drücken es ein bisschen flach drücken. Beidseitig leicht anziehen. Wenn es leicht angezogen ist, können wir es nachher ein bisschen auseinanderreißen. Wenn wir es auseinandergezogen haben, geben wir das Hörnchen dazu und dann ein bisschen mitbraten. Wenn wir ein bisschen Farbe angenommen haben, dann wir sie schön ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Dann geben wir die Eier dazu und dann alles gut untereinander rühren. Wenn die Eier schön stocken, kommt noch der Käse drüber. Nicht alles auf einen Haufen, sondern gerade ein bisschen verteilen. Und unterrühren schön schmelzen. Wenn es schön geschmolzen ist, ist fertig. Und fertig ist unsere Marie-Pfanne. Ich wünsche einen guten Zusammen.